Schön. Wunderbar. Wunderbar. Es sieht so toll aus. Und auf der Insel werden wir auch spielen. Weil ich zumindest weiß, ich habe es noch nicht allzu lang durchgespielt. Ich habe es bis zum Schwertkampf gespielt und dann habe ich aufgehört. Das heißt, wir spielen heute nochmal komplett von neu. Und wir werden das Ganze mindestens bis zum Schwertkampf spielen. Eher länger. Hi! My name's Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that. Yeah. Die Special Version. Okay, das ist schon krass, oder? Das ist schon krass. Im Twitch Stream. Look like a flooring inspector. Das ist schon krass, oder? Ich wechsle mir nochmal zurück. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck. Where did you say those pirate leaders were? The scum bar. Right. Thanks. Yeah. Die drei Prüfungen. Guten Morgen, Nachtspion. Servus. Ich hoffe, du bist einigermaßen fit. So, die Frage ist, welche Version spielen wir jetzt? Die ist optisch schöner für Twitch. Und sie hat auch Soundausgabe. Diese Version hat leider keine Soundausgabe. Und ist halt schon Klassik. Also, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir gehen hier zum Beispiel rum. Ja, es ist schon älter. Man merkt es einfach. Ist schon krass. Ich weiß nicht genau, was wir spielen sollen. Weil die Version ist jetzt eigentlich fremd. Man kennt es nicht so. Das kennt man heute, gell? Das kennt man. Und das ist halt Klassik. Das ist Klassik. Das ist schon geil. Boah, ich tue mir gerade voll schwer, dass ich die alte Version spiele. Wisst ihr das? Ich glaube, wir spielen die Steam-Version. Die hier. Neue Version. Das ist schon irgendwie geiler, oder? Ich glaube, wir spielen das so. Wenn keiner was dagegen hat, spiele ich das so. Weil es macht auf Twitch einfach irgendwie mehr her. Finde ich schon. Oh, das schaut ziemlich cool aus mit den ganzen Schiffen da hinten. Wie waren das in der Classic-Version? Da ist da gar nichts gewesen, genau. Stimmt, da war gar nichts. Übrigens, die Scumbar, dieser Name. Der kam dann später beim Emulator von Monkey Island 1. Kam später nochmal zu. Kam später nochmal dazu. Weil die Scumbar, diesen Namen haben sie dann übernommen in den Emulator. Und jetzt gibt es Scum. Scum ist dieser Emulator selbst. Und da kann man alle LucasArts-Titel, oder ziemlich alle zumindest, kann man da emulieren, heißt es, oder? Emulieren, ja. Und da kann man die ganzen alten Spiele wieder spielen. Über Scum. Was heißt denn eigentlich Scum? Weiß es jemand? Ja. Yeah. Das sind die Piraten. Also, ist auf jeden Fall super für meinen Channel, weil Bavarian Pirate, das wollte ich immer mal zocken. Richtig schönes Piraten-Game. Du kannst immer wieder mal umschalten. Ja genau, das werde ich auch machen. Genau. Das ist das Beste. Immer wieder mal umschalten. Jetzt müssen wir ganz kurz mal schauen, ob mein Mikrofon eine Verstärkung drin hat. Ne, hat es nicht. Okay, passt. Ich habe mein Mikrofon nämlich jetzt umgestellt.
dass es nicht mehr auf Verstärkung läuft. Ihr habt gemerkt, dass das schon sehr arg dröhnt. Ich hoffe, die Stimme, die wirkt jetzt ein bisschen besser. So, okay. Man kann jetzt nur alles angucken. Hey there, Stranger. New in town. Okay, die Soundausgabe ist noch auf Englisch, aber das macht nichts. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bin neu hier. My name's Guybrush Threepwood. I'm new in town. Guybrush Threepwood? Ja, der Guybrush. That's the stupidest name I've ever heard. Naja, ich mag den Namen. Nun, und wie heißt du? Well, what's your name? My name is Mancom Seepgood. So, what brings you to Melee Island, anyway? Melee Island, Trademark. Ich will Pirat werden. Ich will hier mein Glück versuchen. Das weiß ich auch nicht genau. Ich will Pirat werden. I want to be a pirate. I want to be a pirate. Oh, really? You should go talk to the important looking pirates in the next room. Yeah, they're das werden wir. Much in charge around here. They can tell you where to go and what to do. Wo finde ich die Gouverneurin? Ja, genau. Where can I find the governor? Governor Marley. Her mansion is on the other side of town. But pirates aren't as welcome around her place as they used to be. Das ist ganz toll gemacht. Ich finde die Soundausgabe ziemlich cool. Mit dieser Wirtschaft. Und alle amüsieren sich und die ganze Zeit. Das ist schon geil. Und hier ist besoffen so ungefähr. Das ist schon cool gemacht. Why not? Well, the last time she had a pirate over for dinner, he fell in love with her. It's made things rather uncomfortable for everybody. Wie das? How's that? Well, there's a whole big story about what happened next. But I don't believe a word of it. Esteban over there at the other table might tell you about it. Yeah, Esteban. He takes the whole thing seriously. Uh-huh. Very seriously. Very seriously. Looks like my grog is going flat. So you'll have to excuse me. Ja, der Grog ist wichtig. Have fun on Melee Island. Trademark. Melee Island Trademark. Ups. Jetzt habe ich ganz automatisch über die Punia habe ich Leertaste gedrückt, damit ich sehen kann, wo ich mit jemandem kommunizieren kann und was ich anklicken kann. Das ist ja witzig. Das bin ich schon so gewohnt von den Punia. Geil. mit T? Nee. Was waren das gleich wieder? Moment mal. Steuerung. Untersuchen, sprechen, gib. Hinweis. H ist Hinweis. Ach so. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich wissen, was ich anklicken kann. Anscheinend gibt es das da nicht. Naja, whatever. What are you looking at me for? Der schaut auch echt geil aus in der neuen Version. In der alten Version sah der so aus. Haben es echt cool gemacht. Der sah ein bisschen mehr piratenmäßig aus. Hier ist er sehr. Ist er sehr abstrakt. Sind auch sehr abstrakte Gesichtszüge. Aber cool. I'd like to introduce myself. My name's Guybrush. Yeah? So what? So what? Wer ist dieser Pirat, der die Gouverneurin belästigt? Who is this pirate that's bugging the governor? LeChuck. He's the guy that went to the governor's for dinner and never wanted to leave. He fell for her in a big way, but she told him to drop dead. So he did. And then things really got ugly. Er ist also gestorben und er hat sich in sie verliebt. Mit LeChuck, weiß ich noch, das ist so ein Gegner von Guybrush. Aber ich kenne den so genau, ehrlich gesagt. Also, ich bin da ganz neu mit der Geschichte. Ich habe echt, das ist voll peinlich eigentlich, aber Monkey Island 1 habe ich nie gespielt und 2 auch nicht. Nur, ich glaube, vor ein, zwei Jahren habe ich es mal gespielt, bis zum Schwertkampf. Ansonsten noch gar nicht. der sieht
irgendwie fast aus wie ein Skelett. Ja, stimmt, stimmt. Das sieht echt irgendwie aus wie ein Skelett-Nachtspion. Ja, auf jeden Fall. So sehr, sehr kantig im Gesicht und fast wie so ein Totenkopf. Skelett mit Haut, genau. Auf jeden Fall. Nur Skelett mit Haut und ein bisschen Haaren. Ja. How did things get ugly? The Chalk was a fearsome pirate. He tried to impress the governor by sailing off to find the Geheimnis von Monkey Island, Monkey Trademark Island. Zu finden. But a mysterious storm came up and sank his ship, leaving no survivors. We thought that was the end of the fearsome pirate, Le Chalk. We were wrong. We were wrong. Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Ja, genau. What is the secret of Monkey Island? Only Le Chalk knows. He still sails the waters between here and Monkey Island. His ghost ship is an unholy terror upon the sea. That is why we are all in here and not out pirating. Die haben Angst. Die haben Angst vor Le Chalk. Entschuldige, aber ich suche das Dartbrett. Was? Wieso solltest du das Dartbrett suchen? Excuse me, but I'm looking for the dartboard. Dartboard? We don't have one anymore. There was a horrible Es gab einen schrecklichen Unfall. Drinking the darts don't mix. Ja. Das sieht man aber oft in Kneipen. Alkohol und Dartpfeile. Ich wundere mich auch immer, wieso das immer nie was passiert. Ich war schon sehr betrunken mit Dartpfeilen. Where can I get a drink? A drink? A drink? You could wait for the cook to notice you. But that would take all day. Just find a mug and sneak into the kitchen. Such dir einen Krug und schleich dich in die Küche. Was? Look, this whole Le Chalk thing has me pretty shaken up. So, if you don't mind. Okay, danke fürs Gespräch. Kann man hier mit denen eigentlich auch reden? Nee. I think they're busy. Der da hinten? Nee. Der da? Ei. Ei. Ei, die selbst. Netter Hut. Okay, dann erzähl mal was über Loon. Was? Ach, das... Das haben wir schon mal angeklickt, das weiß ich. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Irgendein Schmarrn. So, tell me about Loon. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning about Loon, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score and musical effects, not to mention the... Was? Was war das? Detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects and magic spells. Beat the rush! Go out and buy Loom today! Buy Loom today! Ahoy, selbst. Hi yourself. Hi. Netter Hut. Nett mit dir zu plaudern. Nice okay. Hi. Okay. Nice talking to you. Oi. Ja, der redet nur über Loom anscheinend. Was ist das? Rede mit. Da ist der kleine Hund. Den Knochen brauchen wir. Arf. Uff, arf. Uff, arf. Arf. Uff, uff, uff. Mini-Island. Trademark. Chuck. Ist das irre, echt. Ich finde das schon geil. Wuff, Le Chuck. Wo nur denn Marley? Oh, oh. Island. Okay, danke. Wir gehen mal weiter. Das sind die drei Piraten. Und die geben uns jetzt Aufgaben.
Ich will Feuerwehrmann werden. Ich will euch alle töten. Ich will Pirat werden. Ich will euch alle töten. I mean to kill you all. I'll get lost, boy. You bother us. Schade. Na, da kommt der Koch. Da müssen wir ja später in die Küche gehen und irgendwas klauen. Das schaut aber auch geil aus, oder? Das schaut schon geil aus. Das finde ich ziemlich cool. Talk to. What do you want then? I mean to kill you all. I want to be a pirate. So what? We're short on help because of this whole LeChuck thing. So, no pirates means no swag. And no swag means no grog. And we're getting dangerous. Der Grog geht uns langsam aus. Das ist scheiße. Do you have any special skills? I can hold my breath for 10 minutes. Was, 10 Minuten lang? Well, nicht schlecht. All right, but you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through the three trials. The three trials. What three trials are those? There are three trials every pirate must pass. You must master the sword, and the art of thievery, and the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Schatzsuche, alter Dummkopf. Right. Okay. You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery, and treasure huntery. Interessier Hunterie. Proof that you've done it. Okay. Wir bekommen auch Beweisstücke. Grog with us. Grog! Yeah, richtig so. Geil. Ich trinke auch gern Grog. Ist geil. Aber ich bin ja auch Bavarian Pirate. Nee, ich trinke wirklich ganz gern Grog. Ist voll geil, wenn man hier so im Hals entzündet ist. So im Winter zum Beispiel. Und echt das Ding nicht wegbekommt. Wenn man wochenlang immer so die Entzündung im Hals hat und gar nicht mehr reden kann. Das ist Grog, voll geil, wirklich. Nennen wir es altes Hausmittel oder so, egal, es hat immer gewirkt bei mir. Das ist ein Geheimtipp. Tell me more about treasure hunting. Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something? Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. Ach, das geht schon. Don't forget, X marks the spot. X marks the spot. Ja, aber die sind schon echt cool. Tell me more about mastering the sword. First, get here your sword. You must seek out and defeat the sword master. Someone in town can probably direct you. Oh, you want to find somebody to train you first. Imagine trying to take on a sword master.